In seinem Wigwam am See lebt ein alter Indianer. Er hat eine Frau und drei Kinder. Zwei Kinder sind schon herangewachsen, ein Sohn und eine Tochter. Der Jüngste ist noch ein kleines Kind. Der Vater ist krank. Er ist so krank, dass der Medizinmann ratlos neben ihm steht. Er kann ihm nicht mehr helfen. Der Vater liegt im Sterben. Da machen sie die Luken vom Wigwam auf und öffnen den Ausgang, um seine Seele hinauszulassen. Der Vater aber richtet sich noch mal ein wenig auf. Ihr Kinder, hört mich an. Das Leben der Indianer ist voller Gefahren. Trennt euch nicht, bleibt immer zusammen. Da nicken die drei. Ja, Vater, wir werden zusammenbleiben. Dann schaut er den Kleinen an. Er ist noch so jung, so schwach. Ihr dürft ihn nicht verlassen, bevor er groß und stark ist. Versprecht es mir. Die beiden älteren Geschwister nicken. Vater, wir werden auf unseren Bruder achten. Da legt sich der Vater auf seine Felle nieder und kann in Ruhe sterben. Sie trauern, sie bestatten ihn. Schon einige Monate darauf stirbt auch die Mutter. Nun sind die drei allein. Der große Bruder nimmt Pfeil und Bogen seines Vaters und geht auf die Jagd. Er versorgt sie mit dem Essen. Das Mädchen erledigt alle Arbeiten im Wigwam und achtet auf ihren kleinen Bruder. Und so sind sie gut durch den Winter gekommen. Wieder wird es Frühling. Es blüht und grünt. Da wird der große Bruder ganz unruhig. Geschwister, Geschwister, hier ist nur Wald, nur Wald. Kein Nachbar, kein Freund, kein Mensch neben euch, mit dem ich mal sprechen kann. Hier ist nur Wald. Ich halte es nicht mehr aus. Da sagt die Schwester, schau dir unseren kleinen Bruder an. Er ist klein und schwach, du darfst ihn nicht verlassen. Wir haben es unserem Vater versprochen. Am nächsten Morgen nimmt der große Bruder Pfeil und Bogen und geht hinaus. Seine Geschwister warten. Sie warten bis zum Abend. Aber der große Bruder kommt nicht zurück. Da weint der Kleine. Kommt er nicht wieder? Nie wieder? Warum hat er uns verlassen? Die Schwester schüttelt den Kopf. Der kommt nicht wieder. Der hat sein Versprechen gebrochen. Nun lebt sie allein mit ihrem Bruder. Es wird warm, ein schöner Sommer. Aber das Mädchen kann nicht mehr glücklich sein. Sie wird launisch und vernachlässigt ihre Arbeiten im Wigwam. Schließlich denkt sie, mein großer Bruder ist in der weiten Welt. Ich muss hier in der Wildnis hocken und auf meinen kleinen Bruder achten. Das will ich nicht mehr. Am nächsten Morgen legt sie ein paar Kleidungsstücke und etwas zum Essen in einen Korb, zieht sich ihre neuen Mokassins an und geht zum Ausgang. Schwester, Schwester, wann kommst du zurück? Ich weiß es nicht. Ich will unseren großen Bruder suchen. Schwester, nimm mich mit, lass mich nicht hier allein. Nein, du bist noch zu klein. Wenn ich ihn gefunden habe, dann kehren wir zurück. Essen ist genügend da. Und sie geht hinaus. Es wird Herbst. Dann kommt der Winter. Jeden Abend sitzt der kleine Junge in seinem Wigwam und weint. Dann fällt der erste Schnee. Er hat nichts mehr zum Essen. Er geht hinaus und fegt den Schnee beiseite. Da steht ein kleiner Wolf neben ihm. Was machst du hier? Woher kommst du? Ich wohne dort drüben in dem Wigwam. Mein großer Bruder und meine Schwester haben mich verlassen. Ich habe nichts mehr zu essen. Da staunt der kleine Wolf. Das verstehe ich nicht. Bei uns sind immer alle zusammen. Da sind mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister und viele andere. Wir halten immer zusammen und teilen uns alles. Hier, nimm diesen Knochen, den kannst du abknabbern.
Er legt ihm einen Knochen vor die Füße und springt mit langen Sätzen in den Wald hinein. Mitten im Wald kommt der kleine Wolf zu seinen Eltern und Geschwistern und erzählt ihnen von dem kleinen Jungen, der so allein in seinem Wigwam wohnt. Da heulen die kleinen Wölfe auf. Hu, hu, den wollen wir fressen, den wollen wir fressen. Nein, die Mutter ist streng, den fressen wir nicht. Wenn ein Mensch allein ist, dann wacht der Geist Manitus über ihn. Den dürfen wir nicht fressen. Lasst uns zu ihm gehen. Nun zeigt der kleine Wolf ihnen den Weg zu der Lichtung, auf der er am Morgen dem Jungen begegnet war. Plötzlich merkt der Junge, dass rund um seinen Wigwam her etwas sich bewegt. Da laufen viele Tiere. Was ist geschehen? Die alte Wölfin spürt es und sie schickt den kleinen Wolf in den Wigwam. Er hat Angst. Geh hinein. Sag ihm, er braucht sich nicht zu fürchten. Der Junge freut sich, als der kleine Wolf zu ihm in den Wigwam kommt. Und er geht mit ihm hinaus. Und dann steht er auf einmal inmitten der vielen Wölfe. Von allen Seiten schauen sie ihn an. Er ist so klein, so schwach und er ist allein. Da lässt die alte Wölfin ihm erkennen, komme mit mir. Du sollst es gut bei uns haben. Du sollst nicht mehr allein sein. Nun, der Junge ist mit ihnen gegangen, zu ihrer Höhle. Dort haben sich die kleinen Wölfe an seine Seite gelegt und ihn gewärmt. Sie haben ihm Wurzeln ausgekratzt und Knochen zum Abknabbern gegeben. Und so ist er gut durch den Winter gekommen. Und wieder wird es Frühling. Es grünt und blüht. Da machen sich die Wölfe auf und trotten zum Fluss hinunter, über eine weite Ebene und einen Wald. Als sie dort ankommen, setzt sich der Junge ans Ufer und sieht, wie die kleinen Wölfe hastig Wasser trinken und dann ausgelassen um die Büsche toben. Schließlich legen sie sich unter die langen Zweige und ruhen sich aus. Da dreht sich der Junge um und schaut über den Fluss. Und da sieht er hinter den Büschen und Sträuchern Dächer, Dächer von Hütten und Häusern. Da leben Menschen. Da leben Menschen. So etwas hat er ja noch nie vorher gesehen. Als es zu dunkeln beginnt, hält er es nicht mehr aus. Er geht am Ufer entlang und kommt schließlich zu einem Übergang aus dicken Felsbrücken. Er steigt hinüber und kommt in das Dorf. Er schaut durch die Fenster, horcht an den Türen und dann hört er die Stimme seiner Schwester. Schnell klopft er an die Tür. Schwester, meine Schwester, mach auf! Schwester, ich bin dein kleiner Bruder, mach auf! Schwester, sonst muss ich ein Wolf werden. Da hört er eine Stimme aus der kleinen Kammer. Öffne nicht die Tür, es ist nicht dein Sohn. Da geht der Junge weiter, schaut durch die Fenster, horcht an den Türen und wirklich, da hört er die Stimme seines Bruders. Wieder klopft er an die Tür. Bruder, mein Bruder, mach auf, ich bin dein kleiner Bruder. Komm, Bruder, mach auf. Bruder, sonst muss ich ein Wolf werden. Kaum hat er das gesagt, da wachsen sein Mund und seine Nase zu einer spitzen Schnauze. Die Ohren stehen in die Höhe. Der ganze Körper ist behaart. Seine Arme senken sich zum Boden und sind Beine. Der große Bruder hat es gehört. Er will nicht, dass sein kleiner Bruder ein Wolf wird. Schnell eilt er zur Tür und reißt sie auf. Da steht der kleine Wolf vor ihm. Der erschrickt, als der junge Mann die Tür aufmacht und mit langen Sprüngen eilt er davon. Zu seinen Freunden, zu seinen Brüdern,
den Wölfen. Tschüss.